Hallo und herzlich willkommen hier zu einer weiteren Folge hier bei Resident Evil Village. Ja, ich habe jetzt im Gepäck noch ein paar Sachen, die man noch verwenden kann. Und zwar einmal können wir den Schlüssel gießen. Und die Kugel. So. Geistfisch habe ich glaube ich gekriegt, ja. Und den holen wir uns jetzt. Das war ja eigentlich in der vierten Etage. Da fahren wir runter. Weil ich möchte ja zum diesen Raum kommen. Zur Werkstatt, zum ersten und zum zweiten ist da unten ja noch der Raum, wo ich mit Heisenberg rein kann. Mit dem Schlüssel her, ne? Immer einen Fahrstuhl für, ne? Wozu unter die laufen? So. Mal ganz kurz orientieren. Ziemlich dunkel. Das stimmt. War mich noch nicht. Hier war die Kugel, mit der Kugel. Aber die haben noch aktuell die Kugel noch nicht gegossen. Ja, oh, das ist ja richtig Angst hier. Der Raum ist klar, ist die Kugel. Und ich muss mal sehen, dass ich da hinkomme, wo die Werkstatt war. Das war hier auf die Ebene. Und da kamen wir hoch. Also hier lang gehen. Hoffe, ihr könnt was sehen. Nachladen, ne? Man weiß ja nie. Gibt es noch was zu holen? Nö. Hätte ja sein können, ne? Der daher. Wahnsinn. Ich habe jetzt immer nicht mehr gerechnet, dass hier einer sich auffällt. Gut, die sind mal zu holen. Aber was? Gehen wir hier lang. Da ist sauber. Dann ist hier irgendwo was. Genau. Mal anschauen. Was zu sehen ist. Manchmal mal, ne? Diamant oder Kristall. Aber aktuell. Fehlanzeige. So, hoffen wir, Ton passt. Ja, Musik ist aus.
Hintergrundmusik war eben ungünstig. Jetzt sucht die Werkstatt jetzt. Da ist der andere. Maschinenraum. Ja, ich habe eine Orientierung nicht so. Bin ja nicht so gut drin. Im Grunde, da werde ich mich darum verlaufen hier. Obwohl ich keinen begegnet, den ich noch nicht gesehen habe. Hier ist die Werkstatt, war doch sauber gewesen. Zum Glück halten die still. Nach einer Weile. Ne. So. Machen wir die Kugel erstmal. Der erste, da machen wir einen Schlüssel. So, Vorsicht, ist heiß. Ja, das ist kugeleisernes Pferd. So, dann brauchen wir noch mal was. Kette mit Schlüssel. Aber weiß jetzt nicht genau, wo man anwenden könnte. Jetzt haben wir zwei Schlüssel, also zwei Objekte hergestellt. Zum einen die Kugel für das Kugellabyrinth und was ich zum Anfang gesehen habe. Oder ihr und wir beide. Und das dritte, das vierte. Und das ist für den einen Raum von Heisenberg mit dem Pferd. Das da. Da müsste ich jetzt praktisch, da wir gerade gesehen haben, wo es ist, dahin gehen. Geradeaus. So, wenn wir ein bisschen was verdient haben, ein bisschen Geld haben, können wir mal Munition kaufen oder. Ah, da kommen wir hin. Können wir durchschießen? Kommt doch bis ums Fenster hier, ist besser. Ja, ist originell, man kann noch einholen, ne? Naja, dann muss man ja halt auslassen. Dann nehmen wir die Schroflinde gleich. Lässt sich gut verkaufen. Gaskocher. Rostige Reste.
Ja, nachher auch mit dem. Mechanisches Teil. Welle. Schießpulver. Wieder enttäuscht. Gibt's hier nicht mehr? Mechanische Welle. Mal gucken. Da war irgendwas gewesen. Ich schätze es. Ah, da haben wir zwei Teile für. Ist das war ganz gut. Bestätigen. Jetzt haben wir was Wichtiges. Ne? Können wir verkaufen. Mal hinten näher anschauen. Anschauen. F. Ja, mit. Ja. So, da kann man das machen. Bewegen, ja. Schließen kann man mit linken Maustaste. Ich glaube, wenn man den so richtig zusammenhaut, dann tut's weh. Okay, und gezeigt. Sehr wertvoll. So, gehen wir zurück zur Kugel. Operationsarbeit noch nicht gewesen. Da könnten wir jetzt mal da hinkommen. Indem wir geradeaus gehen, da ist noch ein Raum, wo wir nicht waren. Wo ich immer nicht hingefunden habe. Wahrscheinlich. Können wir da jetzt hinkommen? Durch Zufall. Ja, genau. Da kam ich mal nicht rein, weil irgendwas fehlte. Ich glaube, Strom. Jetzt mal gucken. Geht so einfach. Ich wollte auch nur gucken und nicht schießen, ne? Also am ersten Mal. Eins, zwei, drei, vier. Das ist ganz schön viel. Cyborgs. In meinem Blickfeld. Ich meine, ich spiele auf leicht, muss man so sagen, also. Also die vier werden nicht aktiv. Das ist unser Operationsprotokoll Wiederbelebung. Das ist mein 18. Versuch.
Objekt ist Oscar, Steiljunge, 20 Jahre alt. Viel betrunken in einem Brunnen. Körper in gutem Zustand. Brustkorb geöffnet. Entferne Herz- und lebenswichtige Organe. Installiere Kontrollgerät. Ausgezeichnet. Cadeau haftet sich an das Nervensystem an. Schnellere Verarbeitung als zuvor. Es war offensichtlich genau das Richtige, den Meta-Albumin-Anteil im synthetischen Blut zu erhöhen. Die Leute jetzt Strom durch den Hirnstamm. Spannung 6600 Hertz. Nein, doch. Wenn wir gleich mal die Wolfsbean erweitern. Irgendwo haben wir noch ein Stück gehabt. Verlängerung. Da. Verlängerung. Letztendlich geht es darum, einen Platz im Gepäck bekommen, ne? Sonst haben wir immer ein Problemchen. Das kennen wir schon. Gehen wir lieber raus hier. Erledige ich alles? Nö. Was könnte hier noch sein? Fangen wir hier an. Ja, was könnte hier noch sein? Gute Frage, ne? Lampe ist aus. Es könnte wieder vieles sein, ne? Oder nur ein Steinchen. Ah. Blendgeschoss. Gut, der ist aber sauber. Und so Objekten. Was da noch ist, ist die andere Frage, ne? Hier vorne. Hier aber was. Ja, die brauchen wir garantiert. Das wäre auch sauber. Also blau. Wird nicht sauber kriegen, glaube ich. Und hier war noch was. Gut, dann können wir jetzt die Kugel machen. Ich bin beinahe erschrocken, ich habe mich selber. Das ist nur den richtigen Weg für nach Hause. So. Gießerei. Das ist die verkehrte Richtung. Da müssen wir reingehen. Wenn alles täuscht, das ist da. Dass der Junge ein Licht dabei hat, ne?
Geh jetzt her. Nee, verkehrte Munition. Jo, da müssen wir härtere Sachen nehmen, ne? Ausrüsten. F war. Es mit Schießen links klappt immer nicht. Oh nee. Das Ziel links und Schießen damit rechts. Das kriege ich immer nicht in der Reihe. So, mal ganz kurz überlegen. Erstmal ein bisschen auffrischen, ne? Ich meine, wenn man diesen Dolch da oder Bohrer ins Körper, in den Körper reinkriegst, dann überlebst du, glaube ich, nicht mehr. Wieso kommt der jetzt plötzlich hier auf? Ich war doch schon eigentlich schon fertig gewesen normalerweise. Eigentlich. Verbring's nicht. Genau. Einzig Gute ist, ich kriege hier ein paar wertvolle Sachen, ne? Und damit nicht mit Lantari jetzt noch ein bisschen hier kämpfen will. Wollte eigentlich nur die Kugel aktivieren, nutzen. Aber ich glaube, danach geht's nicht. So, da ist unser Duke und hier ist unsere Kugel. Ich dachte, die werden wir zu holen, aber nein, ist nicht. Da muss ich rein. Na, mal schauen.
Kugel. Ah, muss ich gucken, oh, das ist schwierig. Beziehungsweise mal gucken, wie es geht. Blub, und weg ist er, ne? Nee. Oh, hat einmal geklappt. Oder auch nicht. Da hätte sie auch wegfliegen können, ne? Also die Kugel, meine ich jetzt. Da muss sie genau eine Eisenbahn rein. Und da ist wieder so ein Fall, naja, wo es schwierig sein könnte. Oh, bleibt drinnen. Sehe ich jetzt auch nichts, das ist ja so ein Problem, ne? Nach links drehen und nach rechts drehen. Mal Glück gehabt. Auch noch Schwein gehabt. Langsam. Kuh nach links. Oh, das wird ein schwieriger Fall. Anfang ist noch ein bisschen leicht, aber naja. Wird nie. Da haben wir Schwein gehabt. Hier müssen wir aufpassen. Das Tempo rausnehmen. Und er hat ja wieder Probleme heute. Wir müssen nach hinten gehen. Kuh. Mau. Das ist eher so ein kleines Problem mit dem Steuern, ne? Also so ein bisschen langsamer. Ein bisschen nach hinten gehen gleich. Kuh. Das das könnte mir jetzt auch so gehen. Bremse, Bremse. Plumps. Bremse, Bremse, langsam. Da. Und gleich ganz weg. Schwieriger Fall. Aber meistens ein bisschen Geduld. Irgendwann klappert schon. Nach hinten gehen. Und. Huh. Bremse, Bremse, Bremse. Bremse. Huh. Ja, so liebe Zuschauer, das soll es auch schon für heute gewesen sein. Ist aber schon Dank zu fleißig reinschauen. Dann seid mal tschüss, ciao. Morgen geht's hier weiter bei Resident Evil Village mit, ja, mit der Kugel. Ich hoffe, es dann auch klappt in der nächsten Folge. Dann sag mal tschüss, ciao. Ja, und auch schönen Dank fürs fleißig reinschauen. Tschüss.